Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Loot den Hänsler. Die neue Kochsendung mit Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Was kochst du uns denn heute Leckeres? Steak mit Kartoffeln. Oh, Steak mit Kartoffeln. Was nimmst du denn dafür? Normales Fleisch. Aha, Fleisch. Pilze, Tierfett. Ah, auch Tierfett. Ah, das ist aber ein interessantes. Ja, da ist aber ein interessantes Rezept. Macht das auch nicht zu dick. Das macht richtig dick. Okay, also ist nur empfehlenswert für Leute mit dicken Nerven. Für Leute, die sich viel bewegen, die viel looten und die viel questen. Ah, okay. Das heißt, das ist quasi deine Empfehlung bei Seven Days to Die als tägliche Leib- und Magenspeise. Begleitet von Mineralwasser. Oh, begleitet von Mineralwasser. Wie lange muss das denn jetzt auf den Herd brutzeln? Die 23 Portionen brauchen 20 Minuten. Oh, 23 Portionen. Du hast wohl viele Mäuler zu stopfen hier bei Seven Days, ne? Das gesamte Team. Das gesamte Team. Das ist ja herrlich. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich bin stolz darauf, so einen tollen Koch hier mit im Spiel zu haben. Und ich gebe jetzt zurück zur Sendezentrale, zum Dieter, zum Thomas, zum Mac. So, das war jetzt albern genug, oder? Also ich sehe hier auch nur Blei, Alea. Ich weiß nicht, wie du hier glaubst, Eisen zu sehen. Ja, gerade ist das Eisen ausgegangen. Gerade zufällig. Ja. Super. Ich bin gerade zum Ausgang gebackt. Ja, Hauptsache das Ergebnis stimmt, oder? Die Mine will mich nicht mehr. Spuck dich raus. So, ich versuche gerade mal wieder rauszukommen. Da muss man sich aber leider hier ein bisschen behelfen. Ja, Lea, bei der Konstruktion dieser Mine, was hast du dir dabei gedacht? Nix. Also ich habe jetzt fast 6,5 Eisen. Echt? Ja. Die Konstruktion habe ich einfach irgendwie gebaut. Irgendwie. Aha. Denn kreativer Einfluss, habe ich gehört, soll von Designern wie Bauhaus, Stil beeinflusst sein. IKEA. IKEA, genau. Rokoko. Gucci. Gucci. Spalttabletten. Ist das richtig? Nein. Ja, natürlich. Interessant, interessant. Dann wollen wir mal verfolgen, wie die weitere Entwicklung hier ist und suchen mal Eisen. So. Oh. Kohle, Kohle. Bist du Hohle? Dann nimm doch einfach Kohle. Oder einen Zombie auf dem Erdboard. Weil auch für Zombies ist so ein Erdbohrer mal ganz lecker. Ah, hier ist ja noch eine Kirsche. Kirsche. Also wenn irgendeiner Eisen findet, der schreit einfach mal laut. Pudding. Pudding? Pudding? Pudding. Da. Aus Beweglichkeit 10 von 10. Oh ja, ich müsste meine Punkte auch noch verteilen. Da war doch noch was. Ich hab schon.
Ich will jetzt erstmal Eisen finden. Das ist immer etwas anderes wichtiger gerade als Punkte verteilen. Oh, Eisen! Ja, soll ich vielleicht deine Punkte meinen Backboard packen, damit der Eisen mehr ist? Ich hab das gemacht, ich hab beides komplett geskillt. Bevor ich es wieder vergesse. Wegpunkt speichern. Mine. Eisen. So. For anybody. So, bitte. Bevor ich es wieder vergesse. Bin out. Wo seid ihr denn dann, wenn da ein Auto steht? Ich hab das Auto einfach stehen lassen. Kannst du mitbringen, wenn du willst. Wäre schon quasi vorbei. Ali, ja, deine Gesundheit sieht nicht gut aus. Oh! Warum machst du das? Weiß ich nicht. Ich trinke momentan Kaffee. Ich war so viel Kaffee, dann dachte ich, musste mal Kaffee trinken. Ja, drauf. Dazu haben wir das. Das liegt ja auch in der Kiste drin. Er tropft. Tropft. Also hier die Eisenvorkommen sind vollkommen in Ordnung. Das eigentlich sogar motivieren, ne? Dass das ein bisschen klingt, als wenn eine Becksflasche. Okay. Da wollte ich in das Haus, Holzhaus vorne mal reingucken, wa? Da wollte ich die Tür, wollte ich da zusammenstieg im Keller. Ja, habe ich auch schon gehabt. Und mal gucken, ob man vorne auch was looten kann. 13 Fertigkeitspunkte, jetzt wird wirklich langsam Zeit. Brauchst du Hilfe zum Rauskommen? Das passt schon. Ich hab einen noch. Ich hab die Treppe gefunden.
Muss ich einen Real Life mal trinken? Wo kam der denn? Der war doch gerade irgendwo. Schlagbarer. Ja. Ja, die Mine ist gut, ne? Mhm. Was ist dein Geräusch? Drehstuhl. Irgendwann stirbt alle ja gleich noch. Wieso? Wenn deine HP so niedrig ist. 54, das geht doch noch. Na sicher. Wir haben den Schwierigkeitsgrad höher gesetzt, ne? Nochmal ja. Ans erinnern. Nimm dir was Anständiges zu essen mit, dann kommt das Ganze wieder nach oben. Und du solltest Bandagen nehmen, damit diese graue Zone wieder hoch ist. Hab ich ja. Wie gesagt, ich koche gerade Steak mit Kartoffeln. Das bringt einen ganz guten Bonus und pro Einheit 25 Gesundheit. Okay. Und Nahrung immerhin 50. Der erste Schwung ist schon in der Kiste drin. Ja. Thank you.
Das Problem habe ich auch immer wieder. Ja, ich komme nicht mehr rein. Ah, jetzt. Hier ist er doch. Eilrin war auf dem Weg zur Base, wollte aber gerne schlafen. Oh, müde Schreierin, die sind mir noch am liebsten, muss ich sagen. Oh, was ist das da hinten denn? Das sieht doch interessant aus, das Gebäude. Welches? Was quasi in der Nähe von unserer Mine ist. Guck ich mal nach meine Punkte. Seid ihr auch in der Mine, oder? Ja, ich bin noch immer im Graben. Ach, da seid ihr. Ja, stimmt. Direkt hier Bergbaumeister, hier direkt nochmal gelevelt.
Oder irgendwas. So, die Welt ist aussehen. Gut ist aussehen. Level up. Hit set. Wir haben irgendwie ein sehr großes Loch inzwischen oben zur Decke raus. Hash? Ja. Hast du einen schönen Tagebau gemacht, ja? Mhm. Warum stützt du nichts ab? Warum sollte ich? Damit es nicht zusammenbricht. Ich hab so viel Lust gehabt.
So, die ersten 20 Einheiten Steak mit Kartoffeln sind dann in der Kiste verfügbar. Könnt ihr euch das nächste Mal mitnehmen. Danke. Alles gut, danke. Dann könnten wir langsam auch mal auf die Einlagerung von schimmeligem Brot und ähnlichem verzichten. Also nicht mehr mitbringen, oder was? Mitbringen vielleicht schon, aber dann ab und zu mal aussortieren. Okay. Aus schimmeligem Brot kann man ja schon noch was machen. Ich guck grad mal nach. Antibiotika zum Beispiel. Aber ist jetzt auch kein Notstand bei uns. Nö. Nope. Von daher keine Priorität. Wenn ihr also Platz braucht, schimmeliges Brot, könnt ihr ruhig wegschmeißen. Alles klar. Dann haben wir besseres auf Vorrat mit Maisbrot. Alles klar. Ja, ich habe noch einen Eintopf. Also bei mir ist auch jede Menge Metall. Im Essen. Klar, der Gabel oder so. Ist ja auch gut, dass man auf genug Mineralwerte und so achtet, ne, wenn man sich ernährt. Und mit dieser wichtigen Information enden wir diese Folge und bedanken uns fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mit Üs. Olaf Vogelfrau.